Weiter geht's mit der Kampagne. Mission, keine Angst vor Bösem. Oh, das Böse lauert überall in dieser Welt von Battlefield 3. PLA lauert in jeder Gasse. Yeah, and running out of time. Like we are now. So they came into the city. Where was that? There was a plaza outside. We were with the nuke inside the bank, waiting for Miller and Anvil 3 to get there. I radio them. I need to know when the relief force is coming. They say 3 minutes. We'll be there in 3 minutes. Minuten sollen sie da sein, in 3 Minuten. Und wir sollen uns beeilen. Okay. Aber sieht so aus, als ob sie nicht gekommen sind, hä? So. Was müssen wir machen? Ich ganz kurz werde ich in den Optionen nochmal das Audio auf Deutsch stellen. So. Einstellungsspeicher. Ja. Ja, schade. Müssen wir jetzt aussteigen? Na, wahrscheinlich ein Hinterhalt, oder? Also weiter. Dann versuchen wir mal unser Glück hier. Keine Angst vor dem Bösen. Das gefällt mir gar nicht. Ja, überhaupt nicht. Ja, die können ja von allen Seiten kommen. Ich muss jetzt wahrscheinlich. Nicht gut, überhaupt nicht gut. Ich wette, jetzt fängt es gleich an. Eieieiei. Oh! Scheiße. Oh, wo, wo? Ah, scheiße. Von wo denn? Ah, nicht gut. Ich sehe nichts. Da ist irgendwas. Wo muss ich da hin? Muss ich kaputt schießen oder muss ich da hin? Ach, bewegen. Okay, fahren wir da rein. Los. Sind wir hier sicher? Ah, ich glaube, wir müssen durch das Gebäude durch, mit Anlauf. Ah, versuchen wir unser Glück. Geronimo! Ah. Na, komm schon! Bam! So, da würde ich mal sagen, haben wir eine gute Abkürzung gefunden, nicht wahr? Oh. War das ein Panzer? Ja, habe ich auch gesehen. Zur Bank geht's da lang. In your face! Ach, da ist ja noch jemand. So, da war das. Das war's mit dem. Sind hier, glaube ich, alles Gegner, oder? Da backreapen wir die ja voll. Ich will hier gerne durch. Scheiße. Verdammt. Also, ich guck mal ganz kurz. Missionsziel, gibt's hier sowas? Müssen wir da hin? Müssen uns nach da bewegen. Okay, na dann wollen wir mal. Uiui, ich höre schon die Raketenwerfer überall links und rechts von uns umflattern. Überhaupt nicht gut. Weiter geht's. Komm. Wir schaffen es schon irgendwie zu. Ah, fuck. Stirb, du Sack. Verdammt, so, nochmal rauszoomen. Nachts, ich brauche jetzt. Von wo? Keinen Bock mehr darauf. So, jetzt hier hoch. Kommt schon! Für mich dein Arsch, ein fetter Tank. So. Oh, jetzt heißt wohl aussteigen. Ach du Scheiße. Nein! Bremsen! Wohin? Nein, ich kann nicht schießen.
Scheiße, ich glaube, wir sind kaputt. Raus hier, raus hier, raus hier! Ich glaube, das war das Hotel, in dem wir vorhin waren. Ich hoffe ja auch. Wechseln auf 3. Keine Ahnung. Da kommen sie auch schon an. Wir stecken ziemlich schief. In der Scheiße. Oh ja, diese Wichser. Okay. 30 Sekunden noch aushalten. Scheiße, da kommen sie. Ah, in euer Face. So, die hätte man, glaube ich, auch schon mal, ne? Oh ja. Da kommt unsere Abholung. Wunderbar. Die müssen sie nur irgendwie verteidigen. Ich habe jetzt keinen Bock darauf, dass der Pilot drauf geht oder so. Ja, können wir jetzt hier aussteigen irgendwie? Ich muss ihm wahrscheinlich erst Deckung geben. So, ihr PLA-Säcke. In euer Face. Verdammt, überall geht alles in die Luft. Die Atmosphäre ist auch richtig böse, krass. Scheint jetzt richtig windig zu werden. Los, kommt, ihr schafft das schon. Kann ich jetzt damit auch noch mit? Wäre schon nicht schlecht. Verdammt. Die sitzen alle schon fröhlich im Helikopter und ich... Sag mal, auch mit. Hoffentlich kommt noch ein neuer Transporter für uns. So, von da kommt auch noch was. Unser Tank rüstet hier so langsam vor sich hin. Wunderschön. Ich fühle mich hier wie in so einem Suppentopf. Sehr schon warm von unten gerade. Die Füße wunderbar angenehm. Scheiße. Ah, du Sack. Au! Tja, das war's. Das war ein bisschen zu viele. Scheiße. Hallo. Ah, fuck. Mr. Miller? Richtig? Amerikaner. Und ihre Souvenirs. Gehört er ihrem Kind? Ich kann den Namen lesen. Johnny Miller. Hoffentlich vermisst er ihn nicht zu sehr. Ach, Kinder gewöhnen sich schnell an diese kleinen Dinger und weinen tagelang. Wenn sie sie verlieren, wissen sie warum? Diese kleinen Dinger erinnern sie daran, dass sie geliebt werden. Aber Verluste gehören zum Erwachsenwerden dazu, nicht? Wenn man erwachsen wird, muss man die Unabwendbarkeit des Todes akzeptieren, Mr. Miller. Die Unabwendbarkeit, Mr. Miller, verstehen Sie? Mein Vater hat mich das gelehrt. Für Ihr Kind werden Sie also ein Held sein. Ich hoffe, das tröstet Sie etwas. Bruder. Amadei, Bejom. Eine Schande. Ihr kommt in unser Land, um uns zu töten und nennt uns dann Terroristen, weil wir unsere Nation und unser Volk schützen. Das ist... der Preis, den ihr bezahlen müsst. Ach, Scheiße. Nicht gut. Gar nicht gut. Das ist der Preis, den ihr bezahlen müsst. Hübsches Bild, nicht wahr? Widerwärtig, aber es bringt Solomon nicht mit der Bombe in Verbindung. Haben Sie sonst noch was, Sergeant? Ob ich noch was habe? Was wollen Sie denn noch? Sie haben doch gesehen, wie er Miller getötet hat. Sergeant, Ihre Fingerabdrücke und die Ihres Kumpels Dima ziehen sich durch die ganze Geschichte. Sind Sie ein scheiß Bulle? Auf wessen Seite stehen Sie? Sie
waren in dem Raum, wo dieses Video aufgenommen wurde. Und in der Bank, wo die Bomben gefunden wurden. Ja, ganz recht. Wir fanden die drei Bombenvorrichtungen, die zerrissenen Karten. Solomon war mit Al-Bashir auf dem Sicherheitsmonitor. Das Gebäude ist weg. Ihr Beweis ist weg. Sie haben gar nichts. Ja? Gut, wann war denn das? Sind Sie sicher? Okay, danke. Wie es scheint, ist uns gerade einer von Solomons Decknamen in New York ins Netz gegangen. Da haben Sie es schon. An Ihrer Geschichte könnte was dran sein. Al-Bashir ließ keine Zweifel daran, dass Solomon seine rechte Hand war. Ach ja? Wann denn? Als wir ihn verfolgt haben. Camper und ich. Na, dann geht's jetzt wohl los in eine fröhliche Verfolgungsjagd. Da bin ich mal wirklich sehr gespannt. Uiuiui, das wird ja alles noch ganz schön spannend und zugespitzt und okay, das ist also unsere Nachtaktion. 1-3 bereit, over. Das ist Cole. Warum zum Teufel führt er den Sturmtrupp an? Irgendwas stimmt da nicht. Okay, knipst die Lichter aus. Wir müssen die LZ abdunkeln. Fang an, wenn du bereit bist. Welche Lichter? Wieder? Also ich gehe mal davon aus. Weil die sind schon ziemlich hell. Guter Schuss. Okay. Boah, ich habe ja so einen krassen Aim, wollte ich gerade sagen. Noch zwei. Gut. Schade. Das ist allerdings sehr traurig. Mehr davon. Ja, gebe ich dir. So. Dann komm schon. Sag mal. Guter Schuss. 1-4, LZ gesichert. Habe Sichtkontakt. Over. Verstanden. Okay. Was müssen wir jetzt machen? Kommt da jemand raus? Ah, ja, da sein sich irgendwie Typen ab. Die sollte ich jetzt wahrscheinlich nicht schießen. So. Wohin muss ich denn jetzt? Ich brauche so ein cooles Fernrohr. Verstanden. Wechsel zu Terminal. Achte auf den Infrarotleuchten. 1-4. Wir haben Sichtkontakt. 1-3, mach die Straße für 2. Verstanden. Müssen für Sichtkontakt nach rechts, over. Sichtkontakt nach rechts. In Position. Wir müssen die Straße für Ach, sich sauber. Wir müssen. Okay. 1-4. Wir sind hier so sind dumm. In Position. Ich höre dir, was machen müssen. Verstanden. Rücken vor. Was siehst du, Blackburn? Ich sehe ein Hotel oder so. Scheiße. PLA. 1-4, warten. Feind voraus. Modell. Angreifen. Over. Orientiert euch an der Position. Geht nach rechts über der Straße zu dem Karloff Balkon. Schaltet ihn aus. Schaltet ihn aus, ich? Oh. Guter Schuss. Ich hab ein bisschen drüber gespielt. Ihr könnt los. Rücken jetzt vor bis zum OP Bravo. Over. Aber der war noch nah genug anscheinend. Komm schon. Los. Sieht aus, als ob wir nach da hinten hin müssen. Okay. Können wir uns hier abseilen? Ja. Come on. Wir sehen uns unten. Bis gleich. Wow, wow, wow. Hüppala. Hoppala. So. Okay. Sicher. Gehen wir. Nicht gut. Und da hinten sind auch schon Feinde, die ich gesehen habe. Die Gasse da vorne. Das ist nicht gut. Scheiße. Du zuerst. Ich heb dich drüber. Und was wir jetzt hier machen? Los, schwing deinen Arsch da hoch.